Das Video wurde aggressiver, als mir lieb ist. Aber es macht irgendwie keinen Sinn. Mann! Genshin Impact ist einfach nur ein Rumgeteste. Und ich weiß, dass dieses Video auch viele Dislikes bekommen wird. Aber ganz ehrlich, es ist mir an dieser Stelle wirklich egal. Versteht dieses Video bitte nicht falsch. Ich bin wirklich neidisch. Also habe ich mich hingesetzt, bisschen meditiert, habe darüber nachgedacht. Ray, warum bist du überhaupt neidisch? Dann habe ich den Grund gefunden. Und dann musste ich wieder feststellen, es ist erneut seltsames Game Design. Und dann fand ich das Ganze extrem krass widersprüchlich und es hat mich richtig krass genervt. Weil das müsste man doch irgendwie besser machen können und tatsächlich machen sie es besser nur woanders. Hä? Was ich damit meine, erfahrt ihr in diesem Video. Bleibt dran. Seien wir ehrlich, wer mag Katzen? Rhetorische Frage. Jeder mag Katzen. Okay, und wir alle mögen auch, Neko Ningen. Also Katzenmenschen. Ja, ich glaube, jeder von euch würde mir zustimmen, wenn ihr diesen Charakter extrem krass feiern würdet in Genshin Impact. Wer würde nicht dafür pullen? Und holy smokes. Okay, währenddessen die Honkai Impact Welt diesen wundervollen Charakter bekommt, Genshin Impact einfach mal so eine komische Zensurwelle. Gar kein Problem, fragt mich einer, wie das sein kann. Und schaut euch mal bitte, bitte diese Animationen von den normalen Angriffen und den ganzen Skills an. Ich küsse doch dein Katzenherz. Das darf doch nicht wahr sein. Wie kann dieser Charakter existieren? Du bist auch zuckersüß, ja, aus dem Hause Hoyoverse. Und das gibt's gar nicht in Genshin Impact. Währenddessen spielt Venti die traurigste Melodie der Welt für mich. Ja. Leute, mein Simp-Herz ist nicht nur gebrochen, sondern es ist alles sehr weird. Also, ihr habt jetzt eben ein sehr, sehr, sehr knappes Design. Also nicht sehr knappes Design, sondern das, was ihr anhatte, war sehr knapp. Also ich zeige euch das schon nochmal hier so, damit ihr wisst, was ich halt meine. Leute, jetzt mal ernsthaft. Ich bitte euch, ja? Ich bitte euch. Wie kann es sein, dass dieser Charakter jüngst in Honkai Impact released wird und wir hiervon hierzu geleitet werden in Genshin Impact? Ich fand das noch nicht einmal... Wow! Aber ja, das zieht sich komplett durch Genshin Impact. Schaut doch mal bitte einfach so generell auf die ganzen Outfits in Genshin Impact drauf. Versteht dieses Video bitte nicht falsch. Ich habe einen wirklich sehr, sehr validen Punkt, aber ich muss das jetzt erst einmal loswerden. Ich beschwere mich jetzt hier nicht so, dass die Charaktere nicht alle knapp bekleidet sind. Nein. Ich meine, schaut euch mal bitte nur die Charaktere im Großen und Ganzen an, ja? Das sind wirklich Designs, die sind nice. Versteht mich nicht falsch. Ihr wisst, ich liebe die Designs in Genshin Impact, ja? Aber man merkt sehr stark, dass das auch ein bisschen an etwas ähnelt, was so einer bisschen fancieren Alltagskleidung in so einer Welt halt entsprechen könnte, ja? Also seien wir mal ehrlich, die ganzen Charaktere sind jetzt nicht extrem extravagant, wie man es aus Animes und sowas kennt. Also ich habe viele Animes geguckt und ich habe sehr, sehr viele Pirate Chicks in diesen Animes gesehen und Beidou gehört zu denen, die sehr, sehr, sehr normal gekleidet sind. So, ist das jetzt was Schlechtes? Nein, ist das nicht. Woran liegt das meiner Meinung nach? Liegt das daran, dass Genshin Impact im Globalen released worden ist für die größte Spielerschaft, die Hoyoverse je ansprechen wollte. Ja, es ist nicht nur für den asiatischen Markt ausgelegt, nein, globaler Release, der Westen ist mit stark involviert. Und seien wir mal ehrlich, in der Regel war bis jetzt eine Zielgruppe immer die Männer, ja? Aber wir haben jetzt 2022, es gibt nicht nur binäre Geschlechter, das heißt auch, es gibt viel mehr Bedürfnisse, die gedeckt werden müssen. Und zu stark sexualisiertes Design ist immer ein Kritikpunkt. Das an sich ist valide. Ich bin jetzt der Letzte, der da jetzt irgendwie sagen würde, nein, das darf man nicht und sonst wie wo. Am Ende des Tages gehört dieses Spiel Hoyoverse, es wurde gemacht, um Geld zu generieren und dann sekundär uns irgendwo Spaß zu machen. Buk, Rin, Pyo, To, Sha, Kai, Jin, Retz, Sai, Zen. Keine Ahnung, warum ich das jetzt wieder gemacht habe, aber ja, im Großen und Ganzen ist es das. Ich hatte schon vor einem Jahr eine sehr vage damals noch Äußerung getätigt und zwar meinte ich, dass die ganzen Skills in Genshin Impact absichtlich nicht zu krass flashy sind. Und ich habe auch den Bezug gezogen zu Honkai Impact. Weil in Honkai Impact ist der Kampf anders designt als in Genshin Impact. Erstmal haben wir hier vier Charaktere, die jeweils eine Synergie miteinander haben sollen. Ja? Das ist einer der krass gehyptesten Charaktere im ganzen Spiel. Sie ist ein Arcan. Sie gilt als extrem stark. Und das ist sie auch im Spiel. Dennoch ist ihre Elementarfähigkeit eine von zwei Fähigkeiten nur so animiert. Zack, Ende. Warum? Weil die anderen Charaktere eher auf dem Feld sein sollten und von ihrer Elementarfähigkeit unterstützt werden sollten. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden angreife, kriegt er Elektroschaden. Es sei denn, er hat ein Schild, frag mich einer, warum. Das da nicht gilt. Das ist cool, das ist nice, das gibt uns Möglichkeiten für viele verschiedene Charakterbuilds. Also Truppenkonstellationen.
Aber ja, auch hier, Goba, zuckersüß, zack. Und das ist quasi die halbe Miete von Xiangling. Ne? Das war's sozusagen. Wenn wir das jetzt wieder vergleichen mit Honkai Impact Skills, wo auch übrigens was beschworen wurde, halt, ne, so gegen Ende, aber schaut euch mal das einfach nur an, dieses krass impactvolle Honkai Impact, ne, so dieses ganz flashy-mäßige, ihr seht, das springt von dort und das ist alles in-game. Das ist alles in-game, wenn ihr den Charakter habt, ihr könnt das alles machen, ja, das ist alles in-game. Der Punkt hierbei ist aber auch, das Spieldesign in Honkai Impact gibt uns die Möglichkeit, du bist so süß, das auch im Spiel zu genießen. Ja, in Genshin Impact ist das halt nicht der Fall. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, ich will gar nicht mehr sagen, es ist Lazy Game Design, weil das wäre wirklich super unfair. Schaut euch diese riesengroße Karte an, ne? Und da sind Rätsel, da sind hier und da so ein paar Gegner und sonst was, ne? Alles andere als faul. Es ist nur irgendwie sehr schlecht durchdacht. Ich komme nicht drum rum, aber Genshin Impact ist sehr schlecht vom Game Design durchdacht. Das zieht sich durch alles durch, wie man die Charaktere maxt. Das ist Free-to-Play extrem gut möglich und Leute, die cashen, haben überhaupt gar keinen Vorteil. Es sei denn, die sind nur ein bisschen schneller damit. Aber auch da, das ist komplett überteuert, es ist komplett irrational, das Aufladen hier mit den Diamanten. Und es bringt am Ende des Tages nichts, weil es nicht groß was zu tun gibt, wenn man schon die Charaktere gemaxt hat, weil das sollte doch eigentlich Ziel sein von einem Gacha-Spiel, die Charaktere zu maxen. Dann gibt es Dungeons, die man einmal machen kann und danach nie wieder eine Belohnung hat. Also warum soll ich so gut auf kampfdesignte Charaktere mir denn holen und da wirklich auf Flashiness und Epicness verzichten, wenn es sowieso nicht groß irgendwas gibt? Fangt mir jetzt bloß nicht an mit dem Abyss. Ich glaube, es ist mittlerweile jedem klar, dass der Abyss absoluter Scam ist. Die neuen Charaktere werden gefeatured. Entweder habt ihr sie und ihr habt sie gemaxed, weil Ebene 12 ist nichts anderes als einfach nur ein Damage-Check. Habt ihr ein Team, die Ebene 12 dann komplett instant clearen können, dann bekommt ihr alle Belohnungen. Falls ihr es auch so Free-to-Play schafft, ja, dann habe ich schlechte Nachrichten für euch. Wenn ihr es nicht innerhalb von 3 Minuten schafft, dann seid ihr einfach nicht wert, das überhaupt zu versuchen, weil ihr bekommt keine Belohnung. Es ist also überhaupt nicht rewarding. Es zieht sich durch alles durch. Also ich frage mich wirklich, warum kämpfe ich überhaupt in Genshin Impact? Ich frage es mich wirklich, wenn ich in diese Dungeons gehe, um Artefakte und sonst was zu farmen, dann clear ich das innerhalb von einer Minute, unter einer Minute, immer. So. Okay, das ist also der Kampf in Genshin Impact. Gut, der Fokus liegt nicht da drauf. Ja, wenn der Fokus nicht da drauf liegt, warum sind dann bitte die Skills so konzipiert, ja, dass sie eigentlich nicht zu krass flashy sein sollen? Ja, guck mal, hier ist ein Stuhl, das sieht ultra cool aus. Versteht mich nicht, das sieht ultra cool aus, ne? Aber es kann halt einfach mal nur die Hälfte der Gegner zusammenziehen, und zwar die Gegner, die sowieso eigentlich hiermit schon weg wären. Ende. Hillichurls, Mini-Hillichurls. Zack, ich mache jetzt hier so ein Skill, okay. Das ist auch nice. Es muss ja schnell gehen, weil der Kampf in Genshin Impact soll ja dynamisch sein. Ja, da will ich jetzt nicht erstmal so ein ultra krasses Jutsu casten. Nicht jetzt einer Fliehen. Pyo, To, Sha, Kai, Jin, Hits, Sein, Zen. Nein, warum habe ich das gemacht? Das wollen wir gar nicht. Aber es macht irgendwie keinen Sinn. Mann, Mann, ich bin wirklich, ich fühle mich irgendwie verarscht. Es kommt alles aus demselben Hause. Wenn ich das Ganze weiter zerdenke, dann finde ich, ihr merkt es immer wieder, irgendwelche Argumente, warum, weshalb, wieso. Ja, breite Spielerschaft hier ansprechen, es soll gar nicht schwer sein. Genshin Impact ist dafür ausgelegt, nicht Elden Ring zu sein, sondern einfach nur casual hier irgendwo hinzugehen. Dass auch jeder, auch auf dem Handy, wo die Steuerung extrem krass nervig ist, ne, jeden Gegner irgendwie klatschen kann. Dann wiederum haben wir Aspekte wie den Abyss, der wirklich schwer ist, aber nicht wirklich schwer ist, sondern einfach nur sagt, hey, wenn du stark gemaxte Charaktere mit 5-Sterne-Waffen hast, dann schaffst du das hier wirklich mir nichts, dir nichts. Und der Rest, ja nun, ihr bekommt keine Belohnung, auch wenn ihr es schafft, ohne. Es macht einfach keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Und wir sehen auch, dass das dazu führt, dass viele Spieler von diesem Spiel abspringen. Und das kann einfach nicht angehen. Es gibt ein Problem, und das sind auch viele Spieler, die tatsächlich diesen Werdegang sogar rechtfertigen. Die sind nur ein Problem für solche Leute wie mich.
die sagen, Leute, wir hassen das Spiel nie. Das ist sowieso immer so ein ganz seltsames Problem. Sobald man irgendwo Kritik äußert und ich auch immer wieder betone, dass man meistens etwas kritisiert, weil man es liebt, weil man es einfach besser machen will, dann kommen immer irgendwelche Leute aus den Ecken und fühlen sich berufen, diese Kritik nichtig zu machen, aber nicht mit plausiblen Argumenten. Nein, nein, deren Rhetorik besteht einfach nur darin zu sagen, also ich hab Spaß. Ja, das ist doch schön. Vielleicht bist du neu in Genshin Impact. Aber wenn du das alles durchschaut hast, dann merkst du einfach, früher oder später, es wird kacken langweilig. Himmel, Herrgott, nochmal. Das Video wurde aggressiver, als mir lieb ist. Aber ja, es geht jetzt hier einfach nur um das Game Design, was irgendwie nicht schlüssig ist. Es ist nicht schlüssig und das merkt ihr, dass das wirklich HoYoVerse an der Stelle kaum eine Ahnung hat, ne? An solchen Sachen. Ich kann mir hiermit mehr Damage Boosts bauen, hier Animo-Schaden kann ich damit erhöhen. Wenn ich damit was crafte, brauche ich doch eh nicht. Die sind doch eh alle One-Shot, ja? Warum brauche ich das? Warum brauche ich die jetzt hier? Ja, ich trigger jetzt sehr viel. Oh mein Gott, so viele, so viel Geflügel einfach gewastet. Junge, ist mir doch egal, ich brauche einfach diese Buffs nicht. Und ihr seht das hier, hier wurden so viele Elemente reingeworfen, die einfach nicht mehr durchgezogen werden. Dazu mache ich auch nochmal ein gesondertes Video. Hier, was soll das? Das ist so schön und gut, ja? Es wurde einfach nur mal hier so, na, kann man ja machen, testen wir mal, packen wir mal hier und da so ein bisschen in Mondstadt das hin und danach nie wieder so. Es wird nur getestet. Genshin Impact ist einfach nur ein Rumgeteste. Es ist nicht wirklich aus Game Design technischer Sicht gut durchdacht. Es ist es einfach nicht. Und wir sehen es, weil sie es besser können in anderen Spielen, die sehr erfolgreich sind aus ihrem eigenen Hause. Honkai Impact. Honkai Impact hat so viele Elemente, die mir in Genshin Impact fehlen. Und Leute, wie hyped war ich bitte, als ich hatte das erst vor kurzem wieder in dem Stream erwähnt. Ich bin auf Genshin Impact gestoßen, weil ich vorher Honkai Impact gespielt hatte und wollte es dann wieder installieren. Und da kam dann die Werbung zu Genshin Impact. Ich dachte mir, was? Die wollen dieses krasse Spiel wie Honkai Impact in eine Open World packen? In das alles? Und dann musste ich irgendwann feststellen, das alles besteht daraus, einfach nur hier rumzulaufen und nach Gegnern zu suchen, um sie dann instant zu one-shotten mit nicht zu flashy Skills, weil diese Skills sollten ja auch irgendwie Sinn machen. Ey, Leute, wirklich, ich rede mich in Rage, ja, ich rede mich in Rage und ich weiß, dass dieses Video auch viele Dislikes bekommen wird. Aber ganz ehrlich, es ist mir an dieser Stelle wirklich egal, weil wenn ich das so nicht sagen darf, ja, wenn ich das so nicht sagen darf, dann macht es keinen Sinn, in dieser Einöde rumzulaufen und euch zu versuchen zu erklären, was ich meine, weil dieser YouTube-Channel soll sich nicht nur darum drehen, einfach nur euch Guides nahe zu bringen und zu erklären, wie ihr als Neulinge, oh wow, da sind Gegner, wartet, lasst mich ganz schnell mich drum zu kümmern, wie ihr als Neulinge auch das irgendwann erreichen könnt, ja, sondern es soll auch eine Anlaufstelle sein, wo wir einfach mal diskutieren können, ja, wo wir mal einfach mal drüber reden können, so, was dieses Spiel halt bietet, was wir uns wünschen und was wirklich tatsächlich gut ist. Großteil meiner Videos, Großteil meiner Streams zeigen einfach nur wirklich die Beauty von diesem Spiel. Aber wir können einfach eins nicht leugnen. Die Spielerschaft, gerade die Veteranen, ja, die sind sehr enttäuscht von diesem Spiel. Ich muss euch Folgendes zeigen. Ich küsse doch dein Herz, Taurion, wirklich, du bist so ein Schatz. Noni, du auch. Seht ihr das hier? Seht ihr das hier? Alle AA50 plus. Okay, Pryko, ein Ehrenmann. Vor 31 Tagen das letzte Mal online. Leslie, Farbenfuchs. Shoutout geht raus. Vor 31 Tagen. Azu, mein Lieber. Vor 29 Tagen. Absoluter Ehrenmann. Spielt jetzt aber am liebsten Lost Ark. Er ist unser Gegenleader. Vor 25 Tagen. Ja, das sind keine Einzelfälle. Das sind keine Einzelfälle, weil die denken sich, ey Leute, es macht doch noch nicht einmal mehr Sinn für mich, meine Dailies zu machen und meine Resin auszugeben. Weil meine Charaktere sind so schon overpowered und das Game Design, du, das habe ich nämlich über ein Jahr schon verfolgt, verspricht nicht, dass im nächsten Update irgendwas Krasses kommt, wo ich dann sagen werde, oh Mann, verflixt, hätte ich doch nur jetzt ein bisschen mehr auf mein Resin geachtet, weil das schaffe ich sonst jetzt auch nicht. Oh, come on, one-shot die nächsten Gegner im Chasm, in der Kluft. Mann, warum werde ich immer so emotional bei diesem Thema? Ich weiß doch noch nicht einmal, wie ich dieses Video betiteln soll. Nichtsdestotrotz, wir werden heute wieder Genshin Impact streamen
Und ja, wir werden versuchen, wieder das Spiel ein bisschen schmackhafter zu machen. Einer der Challenges, die ich neuerdings immer mache, ist, ich mache alle meine Dailies innerhalb von 10 Minuten, ohne mich zu teleportieren. Und dann entscheidet ihr, welchen Charakter ich mitnehmen soll, blabliblu. Ja, wir machen uns das Spiel ein bisschen künstlich schwerer, weil es sonst nicht große Herausforderungen in diesem Spiel gibt. Ich mag das Spiel trotzdem sehr. Und, ach man, Leute. Seien wir doch mal ehrlich, gib mir einfach diesen Charakter in Genshin Impact, ja? Njadden! Und ich bin doch happy. Ich küsse doch dein Design. Egal, bis heute Abend im Stream.